Diesen Moment kann man eigentlich nicht in Worte fassen. Ich hatte auch Tränen in den Augen, weil ich meinen Vater geweint hat, womit ich niemals gerechnet hätte. Ich würde mich gerne bei meinen Eltern bedanken, ja, dass sie mich immer unterstützt haben und immer hinter mir standen. So, ihr seid heute zu uns gekommen, denn es ist so, die Alina hat ja ein Gewinnspiel mitgemacht. Ja, ich bin Alina, bin 21 Jahre alt, bin seit 4 Monaten in Australien. Den letzten Monat habe ich als Kellnerin gearbeitet. Ich habe mich echt in Australien verliebt. Das ist wunderschön. Es ist so, die Alina hat den Hauptgewinn gewonnen. Und ich überreiche euch die Reise nach Australien, um Alina zu überraschen. Wir sind super, super stolz auf Alina, dass sie es geschafft hat, sich ihren großen Traum zu erfüllen. Das pusht sie auf jeden Fall fürs Leben. Man merkt, dass sie kaum noch irgendwas aus der Bahn schmeißen kann. So, if you could just start by just telling me your name and how you feel. I'm Alina, I'm from Germany and right now I'm in Broome. I worked as a waitress for different companies and I worked on the boat. Yeah, it was. It's like love cleans your soul. Feel it in your legs. Breathe it in, your lungs will stay. Diese Gegensätze in Westaustralien, das ist einfach unbeschreiblich. Es fühlt sich an, als wäre man im Outback, aber gleichzeitig am Meer, was irgendwie irre ist. Das, was wir jetzt in 2 Tagen erlebt haben hier in Westaustralien, das erleben manche nicht in einem ganzen Urlaub. Das ist Wahnsinn. Wo wir jetzt noch 2 Wochen hier zusammen verbringen, da werden wir mit Sicherheit noch große Abenteuer erleben.